Das ist eine Stellungnahme, die sachlich falsch ist, die unverantwortlich ist, die den Tatsachen keineswegs gerecht wird. Denn das Faktum des Holocaust zu leugnen, das muss ich sagen, macht jeden denkenden Menschen, lässt jeden denkenden Menschen erschrecken. Hier werden furchtbare Taten, die leider Gottes geschehen sind, geleugnet. Denn wir wissen ganz klar, dass das, was am jüdischen Volk im Zweiten Weltkrieg geschehen ist und in der Zeit davor durch den Nationalsozialismus, dass das furchtbare Verbrechen sind. Hier sind Menschen bewusst umgebracht worden, bloß deswegen, weil sie von Volk her Semiten, weil sie Juden waren. Und hier gibt es nichts zu beschönigen. Was hier Bischof Williamson gesagt hatte, das ist furchtbar, das ist unverantwortlich. Ich verstehe die Enttäuschung von Frau Knobloch, aber ich persönlich bin von meiner Geschichte her ein Mensch, der nie Brücken abbricht, sondern immer neue Brücken bauen versucht und Brücken zu gehen versucht. Und ich werde von meiner Seite versuchen, Brücken zu bauen. Wir brauchen den Dialog, wir schulden den Dialog dem jüdischen Volk, wir schulden in unserem Volk und wir schulden in der Zukunft. Und ich werde mich durch Schwierigkeiten, auch durch Enttäuschungen, auch durch Irritationen nicht davon abbringen lassen, diese Brücke zum jüdischen Volk weiter zu bauen und diese Brücke dann auch immer zu gehen, wo immer mir es möglich ist.